Hey, wollt ihr nicht arbeiten? Pause haben wir jetzt. Habt ihr denn heute schon gearbeitet? Oh je. Yeah. Ich hab Pause. Ich glaube, wir erwischen heute keinen beim Arbeiten. Dann sagen die immer alle, warum dauert eine Baustelle so lange? Ich sehe das ja immer von der Autobahn. Ich komme im Januar durch die Baustelle. Im März steht da ein Bagger. Im April sehe ich dann, da arbeitet sogar einer. Und dann steht ganz am Anfang der Baustelle Fertigstellung im April in 2 Jahren. Ja, herzlichen Glückwunsch. Ist ein bisschen Spinnenweben, aber ist ja nicht schlimm. Sowas kennt ihr alle. Das ist ein Kabelkanal. Ne? Da werden also dann Käbelchen geschützt, damit die ganz bleiben, falls wir wirklich mal einen Feueralarm haben, dass die auch funktionieren. Und wir legen jetzt hier neue Kabelkanäle. Guck mal, wir haben also hier Kabelkanäle, die sind ein bisschen groß. Die legen wir jetzt hier oben unter Decke. Also hier liegt bis da ganz hinten am Ende der Halle ein Kabelkanal. Und der geht da vorne durch die Mauer jetzt raus. Komm mal mit, der Kabelkanal, der geht da draußen weiter. Also ich sehe da hinten am Horizont schon einen kleinen Bagger. Hier sind sogar Leitern am Haus. Und hier draußen haben wir auch einen Kabelkanal. Da draußen liegt er. Der Bagger da vorne, der macht das Unkraut weg. Da kann man schon sehen, was wir hier bauen. Ladestation für E-Autos. Wir warten mal, bis die alle dranhängen. Wofür so viel Kabelkanal für eine Station? Das kann doch nicht sein. Jetzt haben wir da sogar draußen eine Leiter am Haus. Aber die Sprossen sind ein bisschen komisch, da kommt man gar nicht hoch. Was das für einen Sinn hat, sehen wir wohl auch erst in Kürze. Jetzt habt ihr unsere Elektroflotte gesehen, die wir da aufgebaut haben. Elektromobilität habe ich natürlich auch. Allerdings, mein Auto hängt jetzt auch an der Steckdose, ist aber nur ein Hybrid, weil ich oft große Strecken fahre und das Tankstellennetz für Strom ist einfach noch nicht richtig ausgebaut. Wenn das mal soweit ist, muss ich mal sehen, beim nächsten, spätesten, übernächsten Auto, denke ich auch, dass ich beim Auto in elektrisch ankomme. Und dann gibt es ja diese vielen Kritiker und die sagen, oh, Batterie und schlecht, doof und umweltschädlich. Ja, umweltschädlich ist eigentlich alles, was wir machen. Da müssten wir Menschen mal langsam von der Erde verschwinden. Aber wir benutzen schon ganz lange Strom, um uns fortzubewegen. Ihr habt ja hier schon ganz oft meinen Moped gesehen. Der läuft ja auf Strom. Mit Benzin kann ich gar nicht durchs Geschäft laufen, da würde ewig die Alarmanlage angehen. Das funktioniert so gar nicht. Und hier mein Scooter, den kennt ihr eigentlich noch gar nicht. Habe ich euch noch nie vorgestellt. Ich kann ja nicht so gut laufen. Ich fahre ja nicht mit dem Moped, weil ich zu faul bin zum Laufen, sondern ich habe einen Wirbelschaden. Da kann ich so an schlechten Tagen nur 50 Meter und an guten Tagen 100 Meter am Stück laufen. Dann muss ich mich ja irgendwo bewegen. Da bin ich froh, dass wir Akkus haben, Ladegeräte haben. Und das ist also mein Scooter. Wenn wir in Urlaub fahren zum Beispiel, dann gehe ich mit meiner Frau, mit der Jutta, spazieren. Ich sitze in den Scooter und dann können wir auch 30 Kilometer spazieren gehen. Ganz egal. Ich habe Batterie. Ich habe natürlich in meinem Scooter auch einen ganz verrückten Scooter gebaut. Kann ich euch mal eben zeigen. Ich glaube, das ist einer der ersten luftgekühlten Scooter, die es überhaupt gibt. Da haben wir einen stärkeren Motor drin, eine Wasserkühlung drauf und Ventilatoren, die also dann noch die Wasserkühlung anheizen, dass der Motor auch kalt bleibt. Das ist ja natürlich ganz wichtig, denn ich fahre zum Beispiel im Sauerland bis auf den Gipfel und dann ist er so glühheiß. Jetzt mit dem Kühler, da schafft er das. Aber Elektro geht weiter. Das ist woanders alles ganz normal. Hier hängt auch an meinen Anhängerdecker dran. Ich habe am Anhänger, der ist sehr schwer und selbst
wenn der leer ist, wenn ich den so bewegen möchte, hat er hier Elektromotoren, womit ich den bewegen kann. Auf jeder Seite ein Elektromotor. Dafür brauche ich eine Batterie. Und deshalb hängt er an der Steckdose. Und mein Scooter ist auch meist im Anhänger. Den kann ich da auch an der Steckdose anstecken. Elektroenergie ist gar nicht schlecht und schon ganz, ganz lange bewährt. Eigentlich ist diese Autotechnik, die elektrischen Autos, nur eine ganz logische Fortsetzung, was wir alle schon lange machen. Denkt einfach an eine Taschenlampenbatterie. Und ob eine Batterie besser war als ein Akku, den ich wieder aufladen kann, zweifle ich natürlich an. Also ich denke mal, die Entwicklung ist ganz positiv, aber die Entwicklung geht ja weiter. Demnächst kommt Wasserstoff. Und wenn Wasserstoff kommt, bin ich natürlich dabei, werde ich auch ganz vorne sein. Aber das berichte ich in ein paar Jahren. Jetzt machen wir erstmal Elektromobilität. Und ich finde das schon klasse, was wir hier geschaffen haben. Wir sehen uns nächste Tage. Tschüss, bis dann. Ach übrigens, nicht vergessen, unsere Kamera, die ja gerade läuft, und dein Handy, was du jetzt gerade in der Hand hast und da drauf guckst, das hat auch einen Akku. Und der stammt aus den gleichen Materialien wie die Akkus der Auto. Also in meinen Augen hat das alles seine Existenzberechtigung. Aber wir müssen mit allem ein bisschen schon umgehen, dass wir nicht zu viel Umweltzerstörung machen. Wir arbeiten dran. Tschüss.